Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den neuen Plant-Based Nuggets im Test, denn die haben auch eine neue Rezeptur bekommen in der Panade. Genauso wie die King Nuggets ist jetzt hier mehr Weißbrot drin in der Panade und das soll das Ganze noch knuspriger machen und dafür sorgen, dass mehr Dip an den Nuggets haften bleibt. Die King Nuggets haben mich wirklich positiv überrascht mit der neuen Panade. Mal gucken, was die Plant-Based Nuggets können. Also inhaltlich sind sie immer noch vom Vegetarian Butcher. Aber wie gesagt, die Panade ist neu. Und was ich auch schon mal verraten kann, man hat zum Glück die Petersilien-Sprinkles beibehalten, sodass man die immer noch gut auseinanderhalten kann von den anderen King Nuggets. Ich habe die hier schon mal auf den Teller gemacht und ziehe die gleich mal nach. Ich glaube, ich habe hier einen Bonus-Nugget bekommen. Das schauen wir uns mal genau an. Und so sehen sie von innen aus. Das Innere ist auf Soja-Weizen-Basis. Und mal schauen, ob die mir genauso gut munden wie die King-Nuggets beziehungsweise wie die Plant-Based-Nuggets früher. Denn da fand ich sie mega lecker. Und jetzt wird probiert. Also knusprig sind die. Sogar, obwohl ich sie im Lieferservice bestellt habe, ich hatte schon mal gesagt, dass sie ja manchmal so ein bisschen pappiger werden, so Nuggets und besonders Pommes, aber die Verpackung mit den Luftlöchern ist gut. Und die Panade. Ist knuspriger. Vom Biss her könnt ihr auch sehen, finde ich sie noch sehr fest und auch sehr lecker. Und immer noch gut. Plant-based. Mit neuer knuspriger Panade. Immer noch ein Genuss. Habt ihr die auch schon probiert? Und wenn ja, wie haben die euch geschmeckt? Also bei den ganzen vegetarischen und veganen Alternativen, ja, finde ich die immer noch richtig geil. Vor allem, weil die teilweise eine festere Konsistenz haben als das Chicken. Das ist schon sehr krass. Und geschmacklich auch super. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich den jetzt im Vergleich zu anderen veganen und vegetarischen Nuggets tatsächlich immer noch 9 Punkte geben. Ich finde die richtig geil. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!